Schmutz. Guten Tag. Wenn man keinen Content hat, hat man keinen. Ja, deswegen machen wir jetzt Pizza. Ganz einfaches Thema, ich habe keinen Content. Das will doch nicht sein, aber machen wir eine Pizza. Das ist eben mehr oder weniger Schnelldurchlauf. Komm ich mal das Gitter nehmen, kommt unten runter bei Umluft. Ja, Luft. Das hier klein, also. Kenn ich den, da klickst du in den Videos. Also, ist hier dann fertig Pizzateig, weil man ja wieder dafür zu faul ist. Den Döner zu machen. Roll den Schmutz einmal aus hier. Damit für jeden was dabei ist, habe ich natürlich hier ein paar Zutaten stehen. Und ich tue hier erstmal noch ein bisschen Schmutz. Ja. Ich möchte das erstmal wieder reinnehmen. Vielleicht noch ein bisschen Platz am Backpapier. Hier gucken wir mal, wie ich da schon Sorgen mache. Mal rüberziehen. Machen wir jetzt mit dieser fertigen Schmutzsoße da drüber. Ich denke immer, das wäre ein bisschen viel, aber wenn es dann verteilt ist, gar nicht mehr so viel drin. Das geht dann mal relativ fix hier. Und du denkst am Anfang so, da ist ein bisschen viel Soße. Ja, wenn man verteilt, dann geht der ruckzuck wieder. Das teilt sich ja so auf dem Brett hier auf, dann ist ja alles ruckzuck durch das Thema. Ne? Ist ja auf der einen Seite nicht, dass er drunter läuft, auf der anderen Seite wird es ja auch genug drauf haben. Ne? Teilen wir ein bisschen. Den Schmutz. Noch ein bisschen zu viel, das wird einfach ein bisschen weit abgenommen. Ne? So dass überall mehr oder minder gleichmäßig verteilt haben. Ne? Man kann keine hellen Stellen, wenn man auch keine Stellen, weil zu viel Soße ist. Ja, das haben wir schon. Dann nehmen wir uns ein Stück und machen da Gemüse drauf. Ich habe jetzt hier gefrorenes Kaisergemüse, das habe ich halt ein bisschen gröber klein geschimmelt. Du willst ja auf der einen Seite möchtest du ja gemüsetechnisch was haben. Auf der anderen Seite willst du aber auch nicht hier diese Riesenstücke auf der Pizza, weil das auch wieder scheiße. Man kennt das ja, ne? Man kennt das. Na, das heißt, wir machen ja den oberen Teil. Machen wir hier, boah, Schmiere. Machen wir einfach hier so ein Gemüsestück. So, dann habe ich hier für den anderen Bereich. Habe ich hier ein paar Salamischeiben klein geschnitten. Die verteilen wir hier einfach mal ein bisschen. Das Schöne ist, dass die Soße vorgewürzt ist. Das heißt, da brauchst du dir gar keine Arbeit drum machen. Ja, da sparst du dir dann sogar noch ordentlich Arbeit dran. Das heißt, die Würze und so weiter kannst du dann sparen. Muss man alles nicht haben. Ja, so, eigentlich könnte ich, ja, muss ich noch ein bisschen was drauf verfrachten. Ne? Ja, hier noch ein bisschen was, da noch ein bisschen was. Dann hier noch so ein Platzstück, weißt du? So. Hier noch ein bisschen Salami da. Also. Machen hier so ein schönes Salamstückchen. Fertig. Schön dick belegen. Weißt du, soll einer was schmecken. So. Ja. Gemüse sag mal für zwei. Ich habe einen ganz kleinen Schlitz, damit du durchschneiden kannst. Und dann normalerweise mache ich das ja nicht so. Normalerweise habe ich immer zum Beispiel hier Heringsfilets, jetzt nicht. Aber Thunfisch. Da habe ich immer. Hier ist mal ein bisschen Thunfisch. Also hier so, das beste Beispiel ist diese Dose. Ja. Also ich esse ganz gerne mal abends Thunfisch, aber dann esse ich ja nicht eine ganze Dose. Normalerweise bleibt dann immer hier so ein Eckstück über. Und das können wir jetzt einfach, na, als hätten wir jetzt nicht eine frische Bosechse davor aufgemacht, frachten wir hier in die Ecke einfach Thunfisch. Na, natürlich auch nicht zu wenig, wird sehr satt werden. Das können wir hier schön in die unterteilten Bereiche machen. Den Fisch gehe ich dann hier noch ein bisschen zwischen. Na, hier in der Ecke muss noch ein bisschen, da ist ja gar nichts. Du willst ja nicht so einen puren Rand fressen. Jetzt schmeckt der nicht. Schmeckt ja wirklich überhaupt nicht. Ne? Und hier können wir dann hier nochmal eine Trennlinie ziehen. Eine ganz dünne, dass wir hier einen sauberen Übergang haben. So, dann restlichen Fisch esse ich heute Abend in aller Ruhe. Vor Glotz oder was? Oh, da ist ein bisschen Blumenkohl drin. Ja, tun wir mal hier in der Ecke, aber nicht genug. Das sieht dann erstmal so aus. Sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus, wie ich finde. Dann nehmen wir uns hier ein bisschen Riemen Käse, den ich nicht aufkriege, weil.
Hier aufreißen und das funktioniert nicht. Hier öffnen, wieder verschließen. Ja, also doch. Schwierig. So. Das heißt, machen wir einmal noch einen Käse. Ich hatte mich jetzt extra vorbereitet und alles schon aufgemacht. Der Käse wird versimmelt, ne? Immer dasselbe. Ich mache hier vorsichtig den Käse drüber. Dann auch wirklich nur auf die Käsestücke, die du hast, nicht dazwischen. Das ist immer ein bisschen verloren da. Muss man ehrlich sagen, das ist immer ein bisschen verloren. Ja. Ein bisschen mehr, ne? Oder wir von Käse haben. Wie gesagt, willst du dich ja nicht am Blech oder was verteilen, willst du dich ja auf deine Pizza stecken, ja? Der soll jetzt ja trotzdem ein bisschen unsichtbar. Ja. Ja, verteilen wir noch ein bisschen hier. Können wir hier und da ein bisschen, ne? Hier ein bisschen da, kann ich eben runtergehen. Sehen über ein bisschen Käse, der rausgefallen ist, einfach weg. Weil der ja Schmutz verbrennt, wer sonst. Dann würzen wir. Das heißt, wir nehmen uns das nochmal raus. Beziehungsweise nehmen wir uns hier den Schmutz, der daneben gefallen ist. Nehmen wir zur Seite. Schmeißt das jetzt hier einfach auf meine Arbeitsplatte, auf meine Herdplatte. Was man aber aus dem Sinn macht, muss ich ja wegmachen. So, dann verpacken wir den bösen Buch schon mal in den Ofen. Ja, mal gucken, wann es fertig ist, wie es aussieht. Au! Verdammte Scheiße. Meine Rücken. Nee. Den braucht man mal rausziehen. Das könnte nicht passieren.